Richard Löwenherz, auch bekannt als Richard der Erste, war ein König von England im 12. Jahrhundert und ein berühmter militärischer Führer. Hier sind drei beliebte Zitate von Richard Löwenherz. Ich hätte London verkauft, wenn ich einen Käufer gefunden hätte. Dieses Zitat verdeutlicht sein Streben nach Reichtum und seine Bereitschaft, alles zu tun, um seine Feldzüge zu finanzieren. Richard war für seine extravaganten Ausgaben und seinen Durst nach Schätzen bekannt. Ich bin für den Kampf geboren. Dieses Zitat unterstreicht seine militärischen Fähigkeiten und seine Überzeugung, dass er für den Kampf bestimmt war. Richard war für seine Tapferkeit und sein Geschick auf dem Schlachtfeld bekannt. Es gehört sich nicht für einen Menschen, Eitelkeiten, Prahlerei und Lügen zur Schau zu stellen. Dieses Zitat spiegelt seinen Glauben an die Bedeutung von Ehrlichkeit und Demut wider. Er war zwar für seine militärischen Leistungen und seinen Ruf als furchteinflößender Krieger bekannt, aber Richard schätzte auch Integrität und Geradlinigkeit.